Hallo Leute, so. Ich habe ja gefragt, ob ich ob ich euch meine Geburtstagsgeschenke zeigen soll und ihr habt gesagt, ich kann es machen. Und da ich ja im Moment so lange kein Video gedreht habe, dann habe ich mir gedacht, ich drehe halt heute mal das Video ab. Endlich, weil ich endlich mal wieder Zeit habe. Und ja, ich fange halt mal an mit dem, was ich euch nicht zeigen kann. Ja, ich fange an. Ich zeige euch das, was ich nicht zeigen kann. Ja, gut. Und zwar hat meine Mutter 100 € zu meinem Fahrrad dazu gegeben. Also ich kann euch ja vielleicht mal ein Bild zeigen mit meinem Handy. Was will? Kamera. Nein, das ist da. Also, wenn ihr jetzt mal hier guckt, ja, das ist mein Fahrrad. Das habe ich mir halt gekauft und meine Mutter hat halt 100 € dazu gegeben. Wenn ich schon bei den Geschenken von meiner Mutter bin, ich habe ein Pandora-Armband von ihr bekommen. Das war so das Starter-Set, so mit dem einen Charme. Ja. Ich wollte mir eigentlich eventuell auch ein Häschen dabei schenken, aber ja, gab es nicht, weil ich habe ja zwei Kaninchen und ja. Ja, gut. Dann hat sie mir hier diese Papierbackförmchen geschenkt. Also das sind diese kleinen, weil sie mir auch dieses Muffinblech geschenkt hat. Das ist dieses, Entschuldigung, wo halt diese 24 Stück drin sind. Und ja, das sind halt, weil ich kann es nicht leiden, wenn meine Tür. Okay, ich kann es nicht leiden, wenn meine Tür da ist und meine Fenster sind offen und ja, da ist sie etwas geknallt. Und ich, ja, ich mache halt gerne Cupcakes und ja, da sind die Kleinen ganz gut. Dann hat mir meine Mom diese Konzertkarte geschenkt. Und Leute, wenn ihr auch an dem Tag bei dem Konzert seid, sagt mir bitte mal Bescheid, wenn ihr mich da treffen wollt. Wir können uns dann irgendwo vorher halt zusammensetzen und dann zusammen auf dieses Konzert gehen. Ich glaube, es gibt sogar noch Karten, wer da mit mir hin will. Und das ist halt in Hanau. Also, wer das kennt, in der Nähe von. Okay, Hanau ist eine große Stadt, aber das ist halt im. Ja, es ist direkt neben dem Kreis Offenbach, also Kreis Hanau. Ja. Also Leute, wer Hanau kennt, der weiß, wo es liegt. Und ja, wenn nicht, guckt ihr einfach mal auf Google Maps. Was habe ich noch von meiner Mutter bekommen? Ich habe noch irgendwas. Nie? Ach nein, nicht ganz von meiner Mutter, sondern von ihr und ihrem Freund. Das Ding ist ein Staubwischer. Und ich muss jetzt gerade mal die Schachtel aufmachen, weil ich habe nicht nur diesen Staubwischer bekommen, sondern auch zwei Packungen von diesen Tüchern da. Da sind 20 Stück drin. Also ich weiß nicht, ich glaube, das hält ein halbes Jahr oder so. Ich glaube, ich werde das Ding auch irgendwann mal filmen. Also das Ding hier. Das ist halt ganz niedlich und das habe ich in der Wohnung von meiner Oma, weil die wohnt ja unten drunter. Von mir habe ich es ja halt gezeigt und es halt getestet. Und auf einmal hat es unter der Couch festgesteckt. Oder hinter der Papiertonne. Das war halt ganz lustig. Also, ja. Ich war Markus. Markus war dabei und ja. Wir haben uns totgelacht. Ja. Dann. Oh Gott, was liegt denn hier jetzt? Oh Gott, wartet. Hier fehlt noch was. Nehmen wir das so. Und zwar hab ich dann von meiner Oma, bei der ich das auch ausgetestet habe, ich diese Wundertüte bekommen. Ich habe die Sachen jetzt nicht mehr in der Tüte, weil ich vorhin schon versucht habe, ein Video zu machen. Und ich habe den Lippenstift direkt in den Lüfter vom Laptop gestellt. Müsste aber nicht viel passiert sein, nein, ist nicht viel passiert. Diesen Lippenstift. Den habe ich jetzt auch drauf und schon seit einer Zeit. Entschuldigung. Habe ich jetzt schon auch seit einer Zeit drauf. Und ja. Ich halt, ja. Es ist halt der, den ich da drauf habe. Also er sieht nicht ganz so pink aus, wie er ist. Also für mich. Ich kann die Farbe nicht beschreiben. Nee, das geht nicht. Das ist gerade zu kompliziert. Entschuldigung. Dann habe ich hier von Yves Rocher den Make-up-Entferner. Ich glaube, der ist
ohne Parabene, ja super. Ich weiß nicht, ich glaube, der ist auf Wasserbasis, nicht auf Ölbasis. Kann ja mal gucken. Also riechen tut er interessant, aber wahrscheinlich ist das, riecht er nach dieser Blume, die da drauf steht. Ich glaube, das ist so flüssig, ist auf Wasserbasis. Ich bin mir aber nicht sicher. Dann habe ich hier dieses von Yves Rocher auch wieder. Das, also es ist alles von Yves Rocher, auch der Lippenstift. Dieses Aloe Vera Duschgel. Dann mein viertes Fläschchen von dem Nagellackentferner. Also naja, eigentlich mein dreieinhalb ist auf eines Jahr schon wieder fast leer. Dann diesen dunkelroten Nagellack. Den habe ich jetzt nicht geswatcht und nix. Und so. Gut, ich war jetzt für ein Make-up von meiner Oma, was ich noch bekommen habe. Dann hat sie mir weiter vererbt diesen Bernstein. Den hat sie schon von ihrer Mutter bekommen. Und was ich halt schade finde, dass er halt ein Gold gefasst, also hier so ein Goldanhängerchen hat. Ich habe ja zwar noch eine Goldkette, wo ich das dranhängen kann, aber ich trage eigentlich Silberschmuck. Und ich muss halt mal gucken, was ich mache, weil eigentlich ist ja ein Bernstein für mich als Löwe ein Glücksstein. Und ja, muss ich mal gucken. Ja, und dann, wenn wir zu meiner Sammelleidenschaft kommen, hat mir meine Oma zwei Füchse geschenkt. Ja, vielleicht denkt ihr so, Füchse sammeln? Ja, also, und zwar sind das hier die von dieser Marke. Das ist der große und noch der kleine. So putzig aus und ja, die stelle ich dann auch nachher in meine Vitrine da schräg oben und dann ja, dann können sie alle, die in mein Zimmer kommen, bewundern, meine schönen Tierchen, die ich ja sammle. Ja, wenn wir bei der einen Oma waren, gehen wir zur nächsten Oma. Sie hat mir, ja, wie viele meiner Verwandten, Geld geschenkt, aber trotzdem noch hier so Joghurt, Gummibärchen und Raffaello. Ja. Also zusätzlich zu dem Geld natürlich. Ja, natürlich immer. Ja. So. Um jetzt, glaube ich, alles perfekt zu machen. Habe ich noch was von einer Freundin von mir bekommen. Ja. Weil die ja auch immer am Geburtstag schon, ja, also es ist so, ich werde ja nicht alle meine Freundinnen und Freunde zu meiner Geburtstagsfeier einladen, weil es sind zu viele, wenn es werden jetzt schon, glaube ich, 15 Leute. Und es ist ein Haufen Zeugs, auch das, also es ist so eine Party kostet ja schon 50 bis 100 Euro mit den ganzen Getränken und alles. Und wenn ich ja jetzt auf einmal 25 Leute einladen würde, das wäre katastrophal für den 17. Geburtstag. Und ich feiere halt dann wahrscheinlich in 2 Wochen. Muss ich halt mal gucken, ob ich das in 2 Wochen oder sogar in 3 Wochen machen muss, weil es wird ein vollgestopftes Wochenende. Freitag, meiner Großtante feiert da ihren Geburtstag nach. Und Sonntag habe ich gleich wieder einen Termin von der Feuerwehr. Morgens um 10:15. Ich liege dann Samstag Nachmittag und Abend feier. Das ist so, das wird übel. Zumal das anscheinend so eine Olympiade ist, wo wir so Wettbewerbe machen und dann noch halb verkatert. Ja, das ist schon lustig. So, auf jeden Fall von der Freundin, die halt da war, ist die Janina. Liebe Grüße, ich weiß, du guckst meine Videos. Und zwar habe ich hier diesen Duschschwamm bekommen. Dann dazu noch ein richtig toll nach Kokos duftendes Duschgel. Ich liebe ja den Kokosgeruch, also super. Und dann hier die Körperbutter. Ja, die werde ich auch ziemlich bald ausprobieren, weil ich irgendwie mit keiner Bodylotion, außer mit der von Lancôme, zufrieden war. Und ja, Lancôme ist mir ein bisschen zu teuer für so täglich mal die Beine einschmieren. Und ja, wenn ich irgendwas vergessen habe, dann tut es mir leid, dann kommt es wahrscheinlich in meinem nächsten Video. Ach so, nein, ich habe was vergessen. Ist das runtergefallen? Nein, ist nicht runtergefallen. Dieses Blümchen. Habe ich von meiner Patentante bekommen. Nur ein Blümchen. Ja. Aber ich meine, sie hat mir auch Geld dazu geschenkt. Und das ist eigentlich ein Kunstblümchen. Damit, wenn ich ja keine Zeit habe, dass das Blümchen nicht verreckt.
Joa. Gut, das waren jetzt meine Geburtstagsgeschenke. Es kommt auch wahrscheinlich dann noch diese Woche ein Haul-Video. Und ja. Dann tschüss.